Mein Name ist Hans-Jürgen Schmid. Ich bin von Beruf Sozialarbeiter. Ich arbeite gern mit Holz und vor 4-5 Jahren hat es begonnen, diese Leidenschaft. Und ich habe damals so eine Woche Auszeit genommen und habe die genutzt, um so einen Blockhauskurs zu machen. Also Holz lässt sich gut bearbeiten, es lässt sich einfach, ja, es lässt sich riechen, es lässt sich hören, es hat so viele tolle Eigenschaften. Also für mich ist die Haptik ganz, ganz wichtig, einfach dieses Fühlen. Ja? Und je länger man sich einfach mit dem Holz beschäftigt, ja, je mehr lernt man einfach mit den Händen zu sehen. Für Waldrausch werde ich genau 99 Tapasbretter herstellen und es wird kein einziges mehr dazukommen. Das fertige ich in reiner Handarbeit an und gerade den Griff, da kommen im Prinzip reine Handwerkzeuge wie die Raspel oder der Schweifhobel oder die Ziehbleche dann wunderbar zum Einsatz. Bei der Oberflächenbearbeitung setze ich nur auf pflanzliche Öle. In der Regel sind es eben die Klassiker, das Leinöl, Mohnöl, dann mache ich auch ein bisschen für den Duft noch ein bisschen Orangenöl dazu. Dann benutze ich auch hochwertige Wachse, wie jetzt das Bienenwachs oder das Kanauperwachs. Also besonders schön ist natürlich, dass die Bretter oder alles, was ich herstelle, absolut reparaturfähig ist. Das sind voll Massivhölzer. Man kann also alle, gerade so wenn es überhaupt so weit kommt, kann man natürlich, indem man das wieder neu einölt, letztendlich alles egalisieren. Es sind immer mehr oder weniger 3 cm einfach an massiver Eichen verbaut. Und das ist, denke ich, einfach etwas, was es unheimlich wertig macht. Massenwaren gibt es genug im Holzbereich, ist auch berechtigt ein Stück weit, aber das, denke ich, ist nicht mein Ansatz.